Aber Bruder, bevor du hier einen auf Vereinigung machst, klär doch erstmal deine Probleme intern. Und du weißt, was ich meine, Habibi. Bevor du jetzt anfängst mit, eigentlich sowas gibt es bei uns nicht. Nationalismus und ich bin das und ich bin Palästinenser und wir Palästinenser. Sowas gibt's bei uns. Hast du sowas von mir schon mal gehört oder von uns? Das passt dir nicht. Hör auf, erstmal diese Filme bitte. Kehr erstmal vor deiner eigenen Haustür, bevor du auf diese Filme fährst, Bruder. Und ich sag dir ganz ehrlich, Charo, und inshallah, du weißt, ich stehe nicht für Gewalt und inshallah passiert das auch nicht. Aber wenn du wirklich was von Arafat willst, jetzt mit gewaltmäßig, wirklich jetzt. Du weißt doch, wo du ihn findest, Bruder. Komm doch her. Oder denkst du, wir sind so, oder denkst du, in Berlin sind so Menschen, die einen angreifen mit alle Leute. Sowas gibt's, wird's hier nicht passieren. Komm doch her, ruf ihn an, ich bin da, er kommt. Ich garantiere dir, bei Allah, er kommt alleine sogar, wohin du willst. Und du weißt doch, er war in NRW und du weißt, wie oft die wohl ihn angehalten haben. Und du weißt, wie oft er eine Gefährdungssprache für die bekommen hat. Und auch haben auch ganz andere Leute mit dir eine Gefährdungssprache bekommen. Und falls jetzt einer fragt, Ali, warum redest du darüber? Ich weiß, es passt, es ist nicht mein Thema, Bruder, aber die Wahrheit musst du sprechen, Bruder. Gerade weil ich auch einen Bisharo schätze, ist dieses Thema für mich auch interessanter oder es triggert mich, weil ich alles mitkriege und ich kriege mit, dass es alles mit Unrecht abläuft. Alles Quatsch ist, was hier passiert. Ja, nee. Der Mann ist live, einer redet über dich, er sagt ihm, hör auf damit. Du machst einfach später eine Ansage. Verarschen uns ja nicht irgendwie, oder was ist hier los? Das, was mich stört, Leute. Nur das stört mich. Hätte einfach gestern mitgemacht. Oder auch was gesagt. Ich schwöre bei meiner Mutter, die gerade da drinnen schläft. Ich hätte nicht einen Mucks jetzt von mir gegeben. Aber ich hab's gesehen live. Ich war am Handy so. Und Arafat meinte zu ihm, Bruder, bitte beleidige diesen Jungen nicht. Und nicht, wenn ich dabei bin, sowieso nicht. Und nicht in meinem Livestream. Was ist die Reaktion darauf heute Morgen? Er macht Ansage an Arafat. Und das passt nicht, Leute. Da kannst du Merdeni sein. Da kannst du Palästinenser sein. Da kannst du aus Papua-Neuguinea kommen. Es interessiert keinen, Bruder, woher du kommst und wer du bist. Du bist im Unrecht, Bruder. Und wenn du im Unrecht bist, Bruder, dann kannst du machen, was du willst und sagen, was du willst. Du bist im Unrecht. Punkt. Stimmt ihr mir dazu, Leute? Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen Liebe hier sehen, wenn ich recht habe. Recht hast du. Stimmt, Bruder. Dankeschön, Leute. Also bin ich noch nicht vollkommen verblödet, oder?